wenn das okay ist für euch. Ich richte mich immer nach der Mehrheit. Ja. Ja, ja. Ui! Gut. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Fackellicht 2. Fackellicht 2, genau. Dabei stehen hier Kerzen. Reicht dir das nicht? Ja, aber es... Aber das ist irreführende Werbung. Genau, also hier gibt es keine Fackeln. Außer wir, die sind so Feuertöpfe, das ist auch keine Fackel. Oh, Shenariel ist schon draußen. Ja, oh. Ich bin schon auf dem Weg in die Stadt. Was? Immer mit der Ruhe. Das wäre eine Idee, mal in die Stadt zu gehen. Quests abgeben wäre ganz gut. Wegpunktportal. Ja, klar. Also ich gebe erstmal meine Quest ab. Ach so, dann darf China als letztes zurückgehen. Vor der Stufe 9. Wenn China vor uns zurückgeht, dann nehmen wir das Portal. Feuerschaden, Giftschaden. Also, Waffen, die ich jetzt noch nicht nutzen kann, finde ich aber irgendwie ein bisschen albern. Dann können wir... Mach den hier und dann... Herr Huimet, vielleicht haben wir schon mal gemettet. Okay, und dann durchs Wegpunktportal in die Stadt, oder wie? Mhm. Ja. Enklave, oder? Ja, genau. Die Isterianische Enklave. Ah ja, da. Ja. Genau, was? Unverteilte Fähigkeitspunkte 1? Ah, nee. Vermutlich durch Ruhm. Mhm. Könnte das nur passieren? Komm, dann aber irgendwann ist auch der Ruhm ausgeskillt. Also beim ersten Teil war es so. Oh, Enthusiast. Okay. Aber ich glaube erst bei Stufe 100 oder so. So, jetzt wäre mal interessant, ob das gemeinsame Lager, ob ihr da, was ihr da drin seht. Ich habe ein paar blaue Gegenstände reingelegt. Oh, hier kann man eine Quest ablegen. Das ist nicht schlecht. Hm? Zentrieres Zauber. Ich sehe. Ich habe nämlich so die Vermutung, das ist gemeinsames Lager für die eigenen Charaktere. Ach so. Ach so. Ja, das ist jetzt blöd, weil ich habe da einen ganzen Haufen. Und, ja. Na gut, ich habe bei mir eh alles verkauft, da ich das jetzt auch nicht so aussah, als ob ihr das super dringend gebrauchen könntet. Ja, aber man behält dann Sachen, die vielleicht der andere gebrauchen kann, die man da extra reinlegen will. Ja, das wäre, hätte ich jetzt aber auch gedacht, das wäre schon gut gewesen. Okay, dann haben wir das missverstanden, schade. Wäre mal interessant, wenn die Set-Gegenstände mal sagen, was alles zum Set gehört. Das sieht man halt bloß dann an anderen Set-Gegenständen. Aber ich habe nämlich noch Set-Gegenstände und die möchte ich jetzt nicht zwingend verkaufen. Oder andere potenziell gute Gegenstände. Runenmeister. Bei Items back. Aha, die kann man auch direkt zurückkaufen. Okay, das ist Rohleder dann. Rohleder. Sieht Theos denn eigentlich auch aus wie ein Theos? Mhm. Naja. Für mich sieht er eher aus wie ein Thomas oder so. Ach so, das ist die Quest, die noch läuft. Also Shena, ich glaube, dein Charakter, der kriegt irgendwann Rückenschmerzen. Das ist halt das Los, mit dem er als Abenteurer so zu kämpfen. Ja, das passiert halt. So. Was haben wir noch in der Truhe? Doppelfrei, Eis-Damage, Sprechen-Damage. Nee. Hallo, Franz. So, wo haben wir solche? Da haben wir solche. Minimal schöner. Was? Solche ist schon wieder am Angeln, hä? Ja, solche will ich. Was? Jetzt bin ich weg vom Angelloch. Deswegen, ich hab keine Ahnung, was du machen wolltest. Oh, ich hab bei dir irgendwas von wegen. Was? Runenmeister gehört. Ich habe den Kampfhandschuh angelegt. Verdammt. Da muss ich ja den Bogen kaufen. Shit. Was vielleicht auch noch? Rohleder. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen angesucht. Ich habe von dem Zeug viel. Habe ich natürlich eben. Ja, ich habe auch noch ein weiteres Teil Runenmeister. Das liegt bei mir auf den Ringplätzen. Ich kann natürlich auch zurückkaufen. China, deine Spinne hat sich zurückverwandelt.
Du hast einen Runenmeister. Ich jetzt bestimmt Geld verdödelt. Den behältst du doch noch, oder? Also den Ring würde ich noch behalten, weil ich hab sonst sind die Finger so leer. Ja. Ich hab hier eine Säule beschädigt. Shit. Ich wusste gar nicht, dass wir hier in der Stadt aussagen. Ich hab nur welche mit Eispanzer und Elektropanzer. Ach, wie cool. Aber ich glaube, wir kaufen erstmal hier mal ein bisschen Dynamit. Aber was willst du denn damit machen? Sachen in die Luft jagen, bang, bumm. Okay. Toll, nur ist der Jolom beschäftigt. Okay. Hier steht, damit könnt ihr Knallangeln. Bringt entschieden mehr Fische pro Angelloch als Knallangeln. Geht aber nicht in der Stadt. Jolom! Ja? Was? Wie? Wo? Na? Was ist das denn? Ein Bogen. Ne? Schneidenbogen. Ja, nehme ich. Dachte mir, bevor ich die blauen Gegenstände verkaufe, eventuell noch sinnvoll verwendet werden könnten. Genau, den wollte ich doch auch noch anziehen. Ja, man hätte an den Trade denken können, aber ich habe einfach alles verkauft. Habe ich genauso gemacht. Das ist leichter. Du hast Fussel auf dem Kopf, Jalum. Ja, der Spieß denkt mal wieder an euch. Nee, ich verkaufe das Zeug, was ich weiß, was sie auch nicht hernimmt. Und normalerweise frage ich ja immer. Zum Beispiel die Pistole, die wollte Jolom nicht, die war aber verdammt schön eigentlich. Ja, aber das andere war schöner irgendwie, was ich hatte. Also man findet ja auch eigentlich immer recht gute Sachen, finde ich. Und vor allem viele. Und viele, und man braucht es ja auch nicht unbedingt, also. Ah, ich kann hier noch. So, speichern wir mal wieder. Ich muss mal hier ein bisschen Stärke leveln. Hat er das jetzt gemacht? Neue Fähigkeit. Ah ja, sehr schön. Hier, ich lese dir das mal vor, Schiene. Zauberstab-Chaos. Angriffe eures Zauberstabs können bizarre, zufällige Elementarstörungen bewirken, die diese Effekte können auch vom Magma-Speer, Eisschauer oder Schockbolzen ausgelöst werden. Aktueller Rang 3, immer aktiv. Das ist ja... Du bist gefährlich. Aber nicht unbedingt für uns, weil no friendly fire. Ich hab einen lila Bogen. Was soll das denn? Willst du keinen lila Bogen? Der ist irgendwie... Farbe des Namenlosen. Jetzt läuft mein Alpaka durch mich durch. Ja, warum nicht? Ich sehe deinen Alpaka gar nicht. Warum nicht? Ah doch, da steht's. Okay. Vielleicht war es eben verdeckt oder ich hatte Tomaten auf den Augen. Ich mag meinen Alpaka, da will ich es eigentlich gar nicht verwandeln. So, jetzt habe ich eine permanente Spinne dabei. Das wird Belly bestimmt gefallen. Wenn ich was anderes Permanentes kriege, was cool ist, dann wird wieder durch die Gegend verwandelt. Er findet Spinnen cool. Notiert. Alpaka. Nein, eigentlich nicht nur in Spinnen. Ich wollte gerade sagen, da habe ich aber anderes erlebt. Nein, nein, Spinnen mag ich an sich mal nicht. Aber in Spinnen sind sie mir egal, genauso wie im Fernsehen. Fernsehen. So, seid ihr bereit? Oder ja, ich muss ja auf euch warten. Ich bin bereit geboren. Okay, dann kann ich schon mal zurückgehen, wenn du auf mich warten musst, oder, China? Ja, vor allem, wenn ich durchgehe, dann gebe ich das Wegpunktportal zu. So war es bei Diablo ja immer. Wohin? Die Tempelstätte, das ist, glaube ich, das Einzige, wo wir hin können. Ja, man, stimmt. Ah ja, rechts kann man dann auf, neben dem Charakterporträt. Genau. Ja. Wie bei auf das Portalsymbol klicken. Wie bei Starbound. Jolom, renn da nicht rauf gleich. Das hat er automatisch gemacht. Echt? Du wärst fast ins nächste Gebiet gelaufen. Das hat er automatisch gemacht. Ich hab da gar nichts gedrückt. Der ist einfach hochgelaufen, nachdem er aus dem Portal rauskam. Was? Die Schweinebacke. Was heißt nächstes Gebiet? Hier waren wir doch schon. Aber ich seh dich noch gar nicht. Nee, wir müssen nach Norden. Nordwesten. Bin ich der Einzige, der sich zu Shenas Portal teleportiert? Anscheinend ja. Hallo, Jolom. Hallo. Hallo, solche. Habt ihr bei dem das Quest schon abgegeben? Ja. Ja? Achso. Ich hab grad nur beschützt den Wächter. Ja, ich hab auch nur noch beschützt. Ihr seid da so schnell zur Stadt, dass ich. Da ist noch die Quest abgegeben. Ich hab's ja auch noch davor abgegeben. So. Okay, das gab jetzt noch mal ein bisschen Fame. 990. Was, Fame? Für den Anfang nicht übel. Ruhm. Wo sieht man den Fame? Ruhm. Wo sieht man den Ruhm? Den Ruhm. Auf C. Auf C. Die rote Leiste, die zweite. C. Ja, okay, rot. Was, wo? Orange. Ich folge jetzt mal Shenariel, weil bei dem Rohr, da fühle ich mich sicher. Du meinst nur, weil der Looter King ist und immer am meisten findet?
Er findet nicht immer am meisten, er ist nur am schnellsten dran. Das ist die Sache. Und hier, Felsen. Edelstein erforderlich. Wer hat den? Ich hab keinen. Na, Schiene hat doch so viele Edelsteine gesammelt, angeblich. Ja, vielleicht ist das ein bestimmter, den wir noch irgendwo finden müssen. Ja, sein. Nein. Oh, Rox. Und da war er. Guck mal, da steht so, wie bestellt und nicht abgeholt. Und haben die Zunge im Maul. Also bitte. Hammer-Salut. Das ist wohl ein Boss. Oh, ja, und bis auf den Boss halten die eh alle nicht. Es war sogar wirklich ein Boss und kein Champion, hä? You found? Was habe ich gefoundet? Einen neuen Stab? Na, ja, nee. Beinkleider verschanzt. Meh. 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 Hier geht's noch ein bisschen. Hm? Immer dahin, wo es dunkel ist auf der Karte, ne? Immer der Spinne hinterher. Also Belly. Zugang zum Urkelt entdeckt. Das hat jetzt Sheda gesagt. In dem Fall ist das Belly. In dem Fall, ja. Eine Falle. Oh, eine Kiste mit... Eine Falle. Interessant. Weißt du was? Mein Viech rennt rein, ne? Also... Sollen wir jetzt noch hier außenrum alles ein bisschen angucken? Weil da oben ist wohl neues Gebiet, ne? Da ist ein Mana-Schrein. Oh, Handbomber. Ah, Skaven! Oh. Smoo! Skaven! Ich glaube, wir haben viel zu viel geschossen. Da war... Da oben stehen irgendwie welche. Ja, und ich habe schon wieder technische Probleme. Schlimm. Mach doch sowas nicht. Na, nimmst du den Trank auf? Tja. Bin gleich wieder da. Ja. Oh, geschliffene Handschuhe. Die nehmen wir noch mit. Bringt er was? Er sieht genial aus. Aber, nee. Ich krieg das Weib nicht platt. Genug Mana. Oh, da liegt ja noch Gold. Wo? 17 Gold, 8 Gold. So, es muss ja immer was sein, was schief gehen kann. Oh. Und wir haben nicht auf dich eingeschlagen, keine Sorge. Nee, nee, garantiert nicht. Das werde ich bestimmt auf dem Video auch gar nicht sehen, ne? Ganz genau. Vor allem du nicht. Ich habe eine Mausgun gefunden. Jollum, erinnere mich daran, dass ich einen schwarzen Balken in das Bild packe. Ja, ja, dann kannst du ja immer noch sagen, auf meiner Aufnahme ist sehen. Ganz genau. Och, wie das Alpaka hüpft, wie es über die Heide hoppelt. Das ist eine Packung. Ja, okay. Nur nach 15 geht. Lasagne ist fertig. Hä? Das ist geplatzt, Hackfleisch. Gucken wir mal, ob wir das Ding gefunden haben. Meinst du Edelstein? Ja. Denke mal nicht, aber wir können gerne gucken. Doch, da hier ja bestimmt. Oh, you found Power Crystal steht da. Hier, hier okay. Wird es weitergehen. Ja, 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 ja. Ach so, meinst du das? Hä? Oh! Du hast eben nach dem Edelstein gefragt, oder nicht? Der war ja hier hinten irgendwo. Genau. Da ist was zum Teleportieren erschienen. Teleportieren ist das dann durch? Ein Special Dungeon? Keine Ahnung. Du bist der Profi. Schaff mal den in 10 Minuten. Oh. Das ist eine Falle. Ja. Bestimmt, bestimmt. Fertig. Oh, das war bei Engine. Das war hart, also. Ja. Also. Ich bin jetzt fix und fertig mit den rausgekommen sind. Nee, hier ging es ja auch noch weiter. Ja. Ja, da geht's, genau, da ist dann jetzt mit der Quest. Irgendeine Quest. Beschützt den Wächter. Hauptquest. Wer ist da jetzt schon rein? Ich? Ich noch nicht.
Ich glaube, das nächste Mal nehme ich das Spiel mit einem anderen Programm auf, oder? Der Tiger ist alleine drin, mit dem Panther. Oben, da wo der Stern war. Genau, da sind wir jetzt drin. Okay. Ich bin auch gleich da. Ich bin da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha. Hier leuchtet alles. Ich würde es gern anfassen. Fass es nicht an, fass die Spinne an. Also, du weißt ja, wenn irgendwie nachts auf was leuchtet, es könnte Nuka Cola Quantum gewesen, ne? Nach dem Durchlauf. Muss da aufpassen. Geheimnisvolle Ringe. Die Augenringe oder die olympischen Ringe? Das werden wir nie wissen. Braucht irgendjemand eine Großaxt? Nee, weil wir keinen Barbaren dabei haben. Hm. Interessant. Alles Gold für mich. Oh. Ja, jetzt kommt da wieder so eine Maulbeer-Hyäne. Oh. Boom, boom. Na super. Ich kann tatsächlich Schaden machen. Aber nicht viel. Badoom! Badoom! Ja! Ich brauch mehr Mana! Ja, ich auch, aber. Oh, oh! Dann komm ich ja mal zum Zug. Ein Greifhunter. Also, ich schieß zwar wie blöd, aber mein Mana wird kaum leerer. Warum auch immer. Jetzt haben wir hier Chaos Ember Spec. Mhm. 9%ige Chance, jemanden zu exekutieren. Physischer Schaden um 3% gesenkt. Ja, okay. Gerne, warum nicht? Schena, den Roboter hat eben Bap gemacht. Das, was du mit der Freelance mal öfter bei Starboard machen solltest. Sowas mache ich nicht. Ist nicht mein Stil. Das ist ja viel zu primitiv, ne? Ja. Kein Bap. Ja, wo lang? Geht da lang, okay. Sieht cool aus. Oh, die machen Schaden. Bleibt wieder am Fleck stehen. Ja, ich muss mich aufleveln. Ich sehe mich nicht. Du bist mitten in dem Haufen da. Ich drück einfach mal meine Spezialfähigkeit. So. Ich hab was für Yolum. Genau, das kann eigentlich nicht falsch sein. Kulzirit. Champion Sturmbjorn. Flurry Attack, okay. Das, was ich gerne als Special hab bei den Speeren bei Starbound. Flurry und Ruhm. Energy. Well. Es gab Ruhm. Yolum, ich hab was für dich. Ja, Moment. So. Ein Ring. Aber ich würde fast sagen. Was will ich denn? Ja, auf die andere muss ich noch warten. Nee, das ist was anderes. Moment. Speer beschleunigen. Ach so, ja, nee, der wäre gar nicht so gut gewesen. Aber gut. Aber es ist aus einem Set. Vielleicht findest du noch was anderes dazu. Ja, ich habe meine Set-Teile bisher mal brav verkauft. Was machen wir mit ihm? Das ist halt alles, man muss halt schnell sein hier. Ne? Set-Gegenstände finde ich auch nicht so wichtig, die verkaufe ich auch meistens. Sets nerven mich meistens nur, dann muss ich immer drauf achten, dann vergesse ich immer, was ich schon habe. Nee. Keine Zeit hier irgendwie mal länger zu gucken und dann, nee. Außerdem ist das jetzt, macht das nicht so den Eindruck, als ob man das unbedingt alles braucht hier. Auf dem Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich nicht. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es auch normal so leicht ist. Ja, wir sind zu vier, das macht's, glaube ich. Sollen wir hier oben mal gucken? Weiß ich nicht, wir sind bisher immer oben, wenn oben was war, vorbeigegangen. Das sieht so auch wieder so ein bisschen nach Boss aus. Huch! Ich gucke auf die falsche Karte, ja. Auf die falsche Markierung auf der Karte. Du sollst nicht bei solch auf die Karte gucken, der ist ein paar Sekunden hinter uns zurück. Da sehe ich im Moment eh gerade nur den halben Bildschirm, weil es vorhin verstellt hat. Ja, man müsste einfach nur scrollen, ne? Ja, ich sehe auch nicht wesentlich mehr. Hm? Wir haben oben aber noch was ausgelassen, ne, auf der Karte. Ja, ich weiß. Auch am Anfang seid ihr da schnurstracks dran vorbeigelaufen. Da ging es auch schon einmal nach oben. Ja, für einen Weg müssen wir uns ja entscheiden. Ja. Da du vorher nicht weißt, wo es lang geht. Dass wir auch noch zurückrennen. Ja, klar. Haben wir bisher immer gemacht. Da geht's runter. Und bevor wir runtergehen, können wir die ausgelassenen Sachen machen. Ganz genau. Wir sind ja Kläfer, ne? Und hier geht's. Nee, geht nicht hoch. Da ist eine unsichtbare Wand. Was für ein Viech hat dieses Geräusch gemacht? Waren das unsere Maulwurfs? Geht doch nicht nach unten, wir wollten nach hier oben noch die Sachen sehen. Nee, da waren Gegner, deshalb.
Ja, genau. Gegner so. Müssen getötet werden. Ich hab nur auf die Karte geguckt und da seid ihr sehr schnurstracks dahin gelaufen, alle drei. Ja, immer dem Gegner hinterher. Leben auf Messerschneide, immer der Gefahr hinterher. Wir sind voll die Hardliner, ne? Ja. Ich sehe nichts, ich schieße einfach mal drauf. Ja, so geht's mir auch häufig. In solchen Spielen geht's mir ständig so, also... spätestens... Die sind darauf ausgelegt. Also, schieß einfach auf alles, was ich... Also Diablo, ja, spätestens nach dem ersten Level. Naja. Da hast du recht, Tegan. Auch immer schwierig, wenn man nicht sieht, wo man steht. Ja. Und umso... Ich finde das so geil, wie das Alpaka hier rumhüpft. Ja, das, ich mag es eigentlich nicht verwandeln. Das Alpaka ist einfach... Also, das ist irgendwie, als hätte es die ganze Zeit Frühlings... Und umso bunter und doller die Spiele werden, umso mehr Probleme habe ich mit den Dingern. Oh, oh, eine geheime Dickbums. Wow. Ein Falken und viel Gold. Wow, und gerade stürzen bei mir die FPS ab. Warum? Das kann doch. Das Spiel ist so alt, die können doch nicht abstürzen. Was ist denn jetzt kaputt? Ah. Okay, ist noch. Es ist schön, wenn man lootet, aber hier noch alles schießt. Ja. Wenn ich wirklich sagen, das ist in so einem alten Spiel, dass die FPS abstürzen, wenn da viele Goldhäufchen sind oder so. Ja. Ja doch, glaub, es geht jetzt wieder hoch. Oh, eine Truhe. Ich war aber auch viel Bewegung drin. Ja. Ja, aber sehr seltsam. Das habe ich sonst, also, das habe ich ja in moderneren Spielen nicht. So, was habe ich denn jetzt Cooles gekriegt? Weil du halt sonst keine Spiele mit so vielen Münzen hast. Ein Imitator! Ja. Ein was? Ein Multiplikator? Da war eine Truhe, die mich beißen wollte. Ach so, ein Imitator, kein Multiplikator. Okay. Das ist ein kleiner Unterschied. So. Na, Inventar. Ah, ein bisschen was passt noch. Und bei Torchlight 1 gab es sogar Secrets in einem Secret. Da muss man mal gucken. Aber ich glaube, da kann alles kaputt machen, was angezeigt wird. Ja, und diese Ranken, die sind nur aufgetaucht, wenn der halt nah genug rangeht. Nee, ich habe hier eine Urne zerstört, oder? Was hast du? Eine Urne bestellt? Eine Urne habe ich zerstört. Urne kann man zerstören. Manchmal passiert auch was, manchmal nicht. Also meistens nicht, aber manchmal schon. Ja, meistens kommt so ein Elfenjunge in deine Bude und zerschlägt all deine Tontöpfe. Ja, ja, ja! Wo seid ihr eigentlich? Unterwegs. Ach, noch weiter zurück? Ja. Ja. Ach so. Wenn du M drückst, kannst du auch die Karte umstellen. Die kannst du dann auch mitten bei dir ins Sichtfeld. Ja, das hatte ich am Anfang gesehen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, es kann sehr störend sein. Ich hab's. Das ist irgendwie was, da habe ich mich bei Diablo 1. Dass ich das auch in so Spielen irgendwie aber dann gar nicht. Ist, ja. Hier ist doch nix. Was macht ihr denn hier? Hier ist doch nix. Ach. Ich glaube, mehr war aber auch nicht. Nö, auf Glauben. Nee, mehr ist nicht. Ja. Dann? Da unten habe ich noch ein klein bisschen dunkles Gebiet, aber vielleicht ist da auch schon nichts mehr. Erst schießen, dann fragen. Ja, genau, das muss ist richtig. Damit wäre das Mysterium geklärt, wie man Wegpunkte macht. Man klickt auf die Karte, nein. Oh, ich habe ein Level Up. Habt ihr auch eins? Ja. Irgendwann hatte ich eins, ja. Ja, irgendwann. Ich weiß bloß nicht mehr wann. Hier geht's noch weiter. Das dürfte aber bloß eine kleine Ecke sein. Ja, da liegt Gold. Ja, ist nur die kleine Ecke. Mit Gold. Bei mir liegt kein Gold. Genau. Bei mir auch nicht. Muss ich wieder ruhig ins Bett gehen. Ach, das kann ich gar nicht hochschalten. Okay. Das ist schon voll geskillt. Das sollte ich mal wieder machen. Das vergesse ich. Beep, beep. Ha, mein Hund ist jetzt auch schon Level 12. Uff. Moment, haben die nicht das gleiche Level wie die Charaktere? Ist aus der Stadt zurück. Würde mich wundern, wenn sie selbstständig leveln. Auf nach unten. Moment. Ich guck gerade noch, wie wir Level ausgeben. Ich muss unbedingt mal Identifizierungsrollen kaufen. Das kannst du auch mit deinem Tier machen. Ja? Ja, wenn das du auf die vierten, auf den vierten Button unten. Ach, Einkaufsliste. Ja. Ach cool. Cool, das wusste ich auch noch nicht. Das haben sie dann verbessert. Das gab es im ersten Teil nämlich, glaube ich, meines Wissens nicht. Cool. Ersten glaube ich nicht, aber im zweiten schon seit Anfang an. Das ist ja schick. Mal gucken, wenn er jetzt verkauft und gleichzeitig noch was mitbringt. Ich habe mir so eben ein paar Identifikationsschriftrollen geholt. Alle da? Ich zähle 4.
alle da. Ich denke. Possessed One. Oh, was kommt denn da für ein dickes Ding? Mensch, ein Schildträger? Ja, wir hatten aber schon häufiger die Schildträger. Echt? Ich hab mir erst einmal gesehen. Das hatte den Schild aber bestimmt nur für den Wanzen. Ich schon häufiger und der hat dann auch ein bisschen was weggeblockt mit seinem Schild. Da muss man zaubern. Der hat meine Zauber auch schon geblockt, da muss man den richtigen Zauber hernehmen. Deswegen ist der Chaosstab, glaube ich, ganz gut. Auch ich bin mit meinem Bogen sehr zufrieden. Ich habe nur so zwei Sachen, oder nee, drei Sachen, die ich derzeit benutze, weil viel mehr habe ich auch gar nicht. Sag mal, Rondra, wo hast du denn deinen Kamm gelassen? In Andergast. Nee, keine Ahnung. Ach, China, lauf doch nicht in die Falle. Falsch gewesen. Ich habe nichts von der Falle gespürt. Ja, die haben ja den Andergaster, aber in Andergast gibt's bestimmt auch einen Rondra. Oder schreiend oder so. Bestimmt, ja. Aber du bräuchtest ja deinen Kamm. Ja, nee, die Zöpfchen, die halten von selbst, ne? Achso. Das ist schon wieder so ein böser Schildträger. Ja, die machen jetzt nicht mehr. Die sind mir sehr unsympathisch. Steht der bei euch auch noch? Nö. Kannst du durchlaufen, aber der steht bei mir noch. Deshalb meinst du den da unten? Was? Mich? So, nur noch 15 Schrott. Kann das Tier machen. So. Ah, der macht schon wieder Überstunden. Abfinger. Was? Was ist denn hier eigentlich los? Ich weiß es nicht. Stufenaufstieg. Ich hab doch gerade gelevelt. Ja, das geht halt im Moment immer noch sehr schnell. Ja, wenn du einen Stufenaufstieg sehr lange hinauszögerst. Was? Lederschultern. Zauberstab. Rattlinger. Hausküchse benutze ich aber. Oh, es schlägt auf mich ein. Oh, da oben ist irgendwas Großes. Es zaubert auf mich. Ich wollte doch bloß den einen Gegner hier kaputt machen. Okay. Ja, das ist halt. Er ist giftig. Wenn man alles triggert. Das da. Wir triggern ja nicht alles. Nur die Dicken, ne? Ja. Wir wollen eine Sache looten und so weiter. Und mit einmal sind die anderen da. Die erscheinen einfach. Mhm. Weißt du was? Das glaube ich dir sogar. Wer legt denn hier Bomben? Und warum? Die Urne. Warum nicht? Der Bogen ist ja klasse. Das ist ein krasser Bogen. Oh, wir sollten warten. Jolum ist. Aber hier hinten ist nichts mehr. Ja. Ende Gelände. Ist das jetzt der Bogen? Ja. Ich hatte einen giftigen Boden gefunden. Bogen gefunden. Der sieht auch nett aus. So schön. Hier hinten waren wir auch noch nicht, oder? Wesentlich. Nee. Ja, da sind ganz viele Uhren. Ich halte sie fern und ihr. Hier so Artilleriebeschuss, ne? General Krell, oh, da kommt da unten wieder ein Bossfight. Okay. Warum nicht? Da geht's dann runter, das ist ja auch nicht schlecht. Oh, ist ja riesig hier. Mhm. Ah, ich wollte doch umdrehen. Das ist jetzt noch über mehrere Ebenen, ne? Ein paar Minuten hast du es noch gegeben. Je nachdem, wie weit das da hinten noch weitergeht, würde ich sagen, machen wir vielleicht den Boss noch? Fragezeichen. Ja, oder wir machen halt Pause und machen beim nächsten Mal weiter. Ja. Da müssen wir eh mal gucken, wie. Oh, ein Mimic wieder. Dann das müssen wir uns aber merken, dass wir noch in dieses Ding rein müssen. In wieso? Ich kann das einfach speichern, oder nicht? Ist hier kein Quest. Ja, ich weiß nicht, ob er dann nicht einfach. Was? Da, seht ihr auch dieses kleine Viech da? Ja, cool, was verkauft es denn hier? Ah, der kann Sachen verzaubern. Wie, was? Der verzaubert Sachen, der Kleine. Oh, aber wenn es dann wie im ersten Teil ist, kann es auch dazu führen, dass fehlschlägt und du alle magischen Eigenschaften. Schauen wir mal. Ja, sieht so aus. Adds new achievements. Ja, mach nochmal. Das Glück ist auf eurer Seite. Cool, hat geklappt. Plus 16 Eisschaden.
Das Glück ist. Warum leuchte ich jetzt grün? Aber das kleine Viech, das muss ich mir jetzt nochmal aus der Nähe angucken. Ja, und plötzlich Viech oder was? Ach, es ist dann weg. Okay. Da kann man nur einmal kurz und ja, dann haut's ab. Ja, schade. Das Glück ist auf eurer Seite. Da ist ein Hämmerle. Gold und ja, okay. Dann kommt man wieder zum Hauptweg. Wow, was ist denn hier los? Ach, war nur eine kleine Versammlung. Haben die Dämonen wieder das Meeting? Ihr seid erfahrener geworden. Und wir platzen mitten rein, weil wir haben den Saal für keine Ahnung, wie spät wir jetzt haben. Wo seid ihr denn? Ich glaube noch 2 Minuten und dann ist der Boss weg. Meinst du? Oh, ja, für den brauchen wir nicht lang. Leveln, dann machen wir das noch. Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen. Ich suche euch. Ja. Wir sind beim General. Ja, ihr sagt irgendwas von wegen zurück und darum bin ich dann. Aber ich bin doch an dir vorbeigekommen zurück. Das ließ sich nicht schutzig werden. Hast du es gleich geschafft, China? Ich habe dich nicht gesehen gehabt. Hast du mich verwechselt, weil wir uns so ähnlich sehen? Nein, ich habe auf irgendwas anderes geachtet zu dem Zeitpunkt. Okay. Auf den dicken Bob ist der Spinne. Ich war noch zum Beispiel mit dem Verzaubern beschäftigt. Hier liegen Leichen. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Das ist ein Teleporter. Und den müssen wir wohl auch nehmen. Dann gehen wir da durch. So, dann komm mal her, Dickerchen. Ich nenne mal... Komm her, Fleischer. Oh, aber was ist das da unten für ein cooler Wasserdrache? Oder... Alter, oh, jetzt reißt aber ordentlich Schaden. Eis ab, ne? Explosive and Quake Attacks. Ja, dann Quake mal. Das sieht ja fast aus wie ein Minotaurus, aber auch nur fast. Oh, da kommen ein paar Eds. Was? Hier platzen Sachen. Oh. Und es sind zum Glück nicht meine. So, aber wir haben schon mehr als die Hälfte. Ja, da ist doch. Aua. Lass das doch mal. Na. Das glaubst aber auch nur du, mein Freund. Ich hab dich kurz schreien hören, Jollum. Oh, der kommt von hinten. Ja, ja, typisch Feigebosse. Kurz vor dem Sterben, ne? Dann gehen sie hin und rufen ihre. Siehst du, ging noch ganz schnell. Das ging schnell. Beute. Ich muss noch kurz hier wieder Zeug rüberschmeißen. General Grells Hornhelm. Ja. Wird genommen. Oh, sieht. Also, es passt irgendwie mal gar nicht zu meinem Char, aber. General Grells Kommando. Wo ist denn der China-Tiger? Der ist hier. Wow. Neuer Gürtel, den ich noch nicht nehmen kann. Hm. Ah, ich habe keine Identifizierungsrollen mehr. Brauchst du sowas? Jetzt ist die Frage, ich ob ich den schnell rausschmeißen kann, ne? Mein Pet los. Mal oder vergleichen. Nee, also wegen 2 Schaden mehr, das bringt nix. Gut, hätte sein können. Dann lieber den ich sockeln kann. Okay. Guck gerade, vielleicht ist hier noch irgendwie was. Da ist ein Fragezeichen. Ja. Kann man da dann rüber? Dann müssen wir da noch mit jemand sprechen, oder wie? Postruhe. Ach was, ja, stimmt, hier, das ist ja nicht die einzige. Muss man sich ja erstmal dran gewöhnen. Was ist denn das? Ein Shade Wisp. Okay. Mein Inventar ist. Also in der Truhe war jetzt nicht wirklich was drin. Ah, in der doch. Hier. Okay. Ja. Aber ja, auch nicht so großartig. Das war aber so eine kleine Truhe. Was zum Sockeln? So, dann sprechen wir noch mit der. Ich weiß nicht, wer ihr seid, yep. Aber ich bin froh, dass ihr da seid. Wir kamen dazu, als der Alchemist die Wächterin überwältigte. Aber es ging alles zu schnell. So, wahrscheinlich verkaufe ich auch wieder Sachen, die ganz gut zu behalten wären. Aber ich muss ja nicht alles haben. Seit Jahren hatten sie versucht, hier einzubringen. Seht ihr meinen neuen Helm? Der Angriff des Alchemisten. Hast du auch so einen mit Hörnern dran? Ah ja, genau so ein. Quest abgeschlossen. Und gleich die neue hinterher. Commander Vale, okay. Ach, da ist ja hier noch einer. Oh. Ja, Guardian of Water. Ach so, der Wasserwächter. Um Ordrax Herz zu stärken, das durch die Zerstörung von Totschreit geschwächt war.
Alchemist muss aufgehalten werden, bevor er weitere Wächter angreift. Jedes Mal, wenn er uns Energie entzieht, wird Aldrachs Herz stärker und eher gefährlicher. Kehrt mit Kommandeurin Vale zum Plan der Hysterianer zurück und plant euren nächsten Zug. Okay, der böse Alchemist. Okay. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir zur Stadt und dann loggen wir uns dort aus. In der Tat. So, dann kann ich noch eben meine Fähigkeitspunkte verteilen. Tiger? Ja? Ich habe immer Angst, wenn du so lachst. Also so ein klein bisschen. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Ja. Spinnenbutter! Was? Er hat Spinnenbutter, die angreifen. Es sind, um genau zu sein, so, Leute. Spinnenminen. Spinnenminen. Spiel ist gespeichert. Juhu. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Stiner Tiger und der Rest. Ciao.